Thank you very much. Danke, danke so sehr. First, I would like to thank everybody and greet everybody on this beautiful Zoom Yoga Congress. Zunächst möchte ich euch allen danken und ich möchte euch auch alle willkommen heißen und grüßen bei diesem wundervollen Yoga Zoom Kongress. Master Sukadev and all the members of Yoga Vidya. Allen möchte ich danken. Der Meister Sukadev und all die Mentoren von Yoga Vidya, alle Mitarbeiter. And thank you for giving me this opportunity to speak something about yoga. Danke, dass ihr mir die Möglichkeit gebt, etwas über den Yoga zu sprechen. So, I would like to start first with a proper attitude to gain knowledge. Ich möchte zunächst mit der angemessenen Haltung für dieses Wissen beginnen. And this is what Maharishi Patanjali says, that Pramana. Und das sagt Maharishi Patanjali, that Pramana, dieses Pramana. Pramana means proper knowledge. Pramana bedeutet das angemessene Wissen. It means proper measure, if you translate from Sanskrit, Pramana. Das ist, wenn man aus dem Sanskrit Pramana jetzt übersetzt, dann ist es auch das, die angemessene Haltung, das angemessene, ja, das Maß. And that Pramana is consisting of three things. Und Pramana besteht aus drei Dingen. Pratyaksha. Das ist Pratyaksha. 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 Means what is, aksha means the eyes. What is in front of our eyes. Aksha sind die Augen, dann ist das, das, was vor unseren Augen ist. It means direct cognition, direct perception. Die direkte Wahrnehmung. Direct experience. Die direkte Erfahrung. And then anumana. Und dann anumana. Is understanding that experience. Und anumana ist das Verstehen dieser Erfahrung. Proper understanding. Angemessene, richtiges Verstehen. And then agamaha. Und dann Agamasha? Agamaha means the reference. Das bedeutet Referenz, den Bezugsrahmen. Which you can find in different sources of ancient literature about yoga and experiences of these rishis. Das kann man in den verschiedenen Quellen finden, die man zum Verstehen von Yoga heranzieht. Who had proper pratyaksha and proper pramana. Die hatten angemessenes Pramana und Pragyaksha. And proper anumana. Und auch angemessenes Anumana. So, to confirm the correctness of our understanding. Um so die Richtigkeit unseres Verstehens daran zu bemessen. So, this can be some ancient literature or modern scientific research. Das können wir über die alte Literatur oder über die moderne Wissenschaft herbeiführen. Where we will find confirmation that what we understand is correct. Und so finden wir, dass das, was wir verstehen, richtig, korrekt ist. So, in that regard of gaining knowledge about life. Und wenn wir uns so bemühen, Wissen über das Leben zu erhalten, we must have our personal experience. Dann brauchen wir zunächst unsere persönliche Erfahrung. And personal understanding of our own experience. Und auch das persönliche Verstehen unserer persönlichen eigenen Erfahrung. And then verification of the correctness of our understanding. Und dann muss das verifiziert werden, dass unser Verstehen korrekt ist. So this lecture is about the connection of universal life with individual life. In dieser Vorlesung geht es um die Beziehung, um die Verbindung zwischen dem individuellen und dem universellen Leben. And now we'll start from the direct experience. Und dann beginnen wir jetzt von der direkten Erfahrung. Of our individual life. Von unserem individuellen Leben aus. And see what is our understanding. Und werden sehen, was ist unser Verständnis. And also about cosmic life.
Und auch bezüglich des kosmischen Lebens. And then the reference text. Und dann als Referenz, als Text. Or Agamaha. Oder die Agama. We will take the Sankhya. Da werden wir die Sankhya-Philosophie bemühen. Because the Sankhya is giving clear explanation about the basic constituents of the individual and cosmic life. Weil Sankhya, die gibt ein ganz individuelles oder ein ganz klare Details über das individuelle und das kosmische Leben und die Beziehung. And then we will see how Yoga relates to that understanding of the life. Und dann werden wir sehen, wie der Yoga diesbezüglich und im Verständnis zum Leben steht. We can call this Sankhya Yoga. Dann können wir das Sankhya Yoga nennen. To be able to experience all levels of life which Sankhya is explaining of their existence. Um so alle Ebenen des Lebens zu verstehen gemäß der Sankhya. Of first our connection with the outer world. Zunächst einmal unsere Verbindung zur äußeren Welt. And we will see that aspect we can call Jivatma Yoga. Diesen Aspekt, den können wir den Jivatma Yoga nennen. Yoga related to our individual life. Der Yoga, der mit unserem individuellen Leben in Beziehung steht. Or Jiva. Oder dem Jiva. So how we can use our Indriyas. Wie wir also unsere Indriyas benutzen können. Our body. Unseren Körper. Our senses. Unsere Sinne. Our mind. Unseren Geist. Our intellect or buddhi. Unseren Intellekt oder Buddhi. And feeling of our individual identity or ahamkara. Und unser Gefühl der individuellen Identität oder des ahamkaras. How we can relate all these aspects of our individual life with atma, with our soul, with the source of our individual life. Wie können wir alle diese Aspekte unseres individuellen Lebens mit der Quelle des individuellen Lebens, unserem Atma, verbinden, in Beziehung setzen? And then how we can transcend all these levels of life to experience the Atma. Und wie können wir all diese Ebenen des Lebens benutzen, um das zu transzendieren, den Atma? So what is the nature of Atma Yoga? Was ist also die Natur des Atma Yogas? And then when we realize our own Atma, how we are in a search for Brahman, a relation of Atman with the Brahman, Yoga which is relating Atma to Brahman. Und wenn wir dann unser individuelles Atma realisiert haben und dadurch Brahman verstehen, wie ist Atma und Brahman verbunden? And this we can call Paramatma Yoga. Das nennen wir dann Paramatma Yoga. So the way of practice of yoga is starting from Jivatma Yoga. Die Übungspraxis des Yoga beginnt also mit dem Jivatma Yoga. Coming to Atma Yoga. Dann kommen wir zum Atma Yoga. And proceeding to Paramatma Yoga. Und von dort setzen wir es fort mit dem Paramatma Yoga. Now first we'll try to see our perception of life around us. Dann müssen wir zunächst also unsere Wahrnehmung des Lebens um uns herum sehen. What is our experience, direct experience of life? Was ist unsere Erfahrung, unsere direkte Erfahrung vom Leben? We see that we as individual being have existence. Wir sehen, dass wir als individuelles Wesen, dass wir Existenz haben, wir existieren. And we are conscious of our physical existence. Und wir sind uns auch unserer physischen Existenz gewahr. Or our physical body. Und oder auch unserem physischen Körper. And that body has its own life. Und dieser Körper hat sein eigenes Leben. And life is characterized by movement. Und das Leben ist durch Bewegung charakterisiert. And we see that our body has different kind of movements. Wir sehen, dass unser Körper verschiedene Art der Bewegungen hat. In the yogic language, this is called Vayu. In der yogischen Sprache wird das Vayu genannt. It is known as wind. Vayu means wind. Vayu bedeutet Wind. So it is the air in the movement is wind. Also die Luft in der Bewegung ist Wind. So we can see that our body is living in space, in Akasha. Wir können sehen, dass unser Körper im Raum lebt, in Akasha. From the outer side of our skin, there is outer space. Von der Außenseite unserer Haut aus, da gibt es
den äußeren Raum. Or Bahya Akasha. Oder das ist auch Bahya Akasha. And then from the inner side of our body there is internal space. Und dann von der Innenseite der Haut, da gibt es den internen Raum. And this is called Antarakasha. Das nennt man Antarakasha. So now we'll see which kind of movements our body is able to do in relation to the outer space. Und jetzt werden wir sehen, was unser Körper für Bewegungen machen kann in Bezug zur äußeren Welt. It is related to the function of the locomotor system. Das ist in Bezug zur Bewegung nach außen hin. That we are moving through the outer space. Dass wir uns durch den äußeren Raum bewegen. Like walking, running, swimming. So wie schwimmen, rennen und spazieren. All different kind of the movements of our torso and the limbs. Das sind alles die verschiedenen Arten der Bewegung von unserem Torso und den Körpergliedern. And then another kind of movement is that we are able to maintain the balance during that movement, outside movement. So there is balancing movement. Und dann gibt es noch die balancierende Übung, dass wir innerhalb dieser Bewegung die Balance, das Gleichgewicht halten können. And there is ability of the body also to move against the force of gravity. We are able to jump up, jumping. Und wir haben auch die Möglichkeiten, dass wir uns gegen der Gravität hin bewegen. Wir können hochspringen. So these three kind of movements. Diese drei Arten der Bewegung are the basis of any kind of our physical activity in the outer space. Sind also die Grundlage also aller physikalischen Bewegungen im äußeren Raum. And on that is basis all kind of sport or anything what we are doing with our body to achieve something from outside of us, to achieve some external goal. Und auf dieser Grundlage basiert alles, damit wir, was wir an externen Zielen erreichen wollen, Sport etc. To run faster, to do excellent gymnastic, to do anything with the body in the outer space in a more perfect way. Alles, was wir im äußeren Raum perfektionieren wollen, schneller rennen etc. And we are educated in those movements. Even we have the ability from childhood when we are born, then this ability is with us. But then we get educated. Wir werden auch diesbezüglich erzogen. Natürlich haben wir all diese Möglichkeit in uns angelegt von der Geburt an, aber dann wird das auch in der Erziehung aufgenommen. And then in yoga, these three kind of movements are the three different aspects of Vayu, which is called Vyana Vayu, which is related to this locomotor system movement. Im Yoga wird dann das Vayu genannt und das ist auch bezüglich dieser äußeren Bewegung. And then Udana Vayu. Und Udana Vayu. Which is movement upwards. Das ist die Bewegung nach oben gerichtet, entgegen der Gravität, der Erdanziehung. Samana Vayu is the balancing movement to maintain the balance. Sama. Sama means the balance. Sama ist das Gleichgewicht. Samana Vayu ist also die Bewegung, das Gleichgewicht zu wahren. So, in Sanskrit this is like Vyana. Sama Ana. Ud Ana. Ana means life breath. Ana bedeutet immer der Lebensatem, Atem und das ist dann. And Vayu means the movement. Und Vayu ist die Bewegung. And Vya is the prefix, in which direction that life breath is moving. Und Vya ist jetzt die Vorsilbe, das Präfix und zeigt uns an, in welche Bewegung der Lebensatem ausgerichtet ist. Vya means covering all body. Wie bedeutet den ganzen Körper einbeziehend? Because from any part of your body you can start moving your body. Weil von jeder Seite des Körpers kannst du in die Bewegung starten. In the form of the locomotor system movements. So können wir uns einfach bewegen. And then Sama means balancing and Udana means moving upwards. Sama bedeutet die Ausbalancierung und Upana ist das nach aufwärts bewegen. And to be perfect in outer field of life, you just need to master these three kind of values. Und um perfekt in allen Lebensbereichen zu sein, müssen wir einfach diese vier Values gemeistert haben. So then if you perform any kind of physical activity from outside, if you perform asanas.
Und wenn wir also so irgendeine Art Aktivität von außen praktizieren, Asanas beispielsweise, or gymnastic or any sport, oder vielleicht Gymnastik oder irgendeinen anderen Sport, or recreational movements, oder wenn wir einfach entspannende Übungen machen, there is no difference. Es gibt dabei keinen Unterschied. Those practices are based on these three kind of the movements. Alle diese Übungen basieren auf diesen grundlegenden Bewegungen. And this is not yoga practice. Aber das ist nicht die Yoga-Übung. Speciality of the yoga practice. Das Spezielle an der Yoga-Übungspraxis. Understand first and realize the nature of internal movements in the Antarakasha. Dass wir zuerst und auch zunächst die Bewegungen im internen Raum, im Antarakasha, verstehen. Which are two more movements, Pranavayu and Apanavayu. Das sind die zwei Bewegungen, Pranavayu, Upanavayu. Apanavayu. Apanavayu, sorry. Yes, these two movements. Diese beiden Bewegungen. So when you include these two movements with other three, all five aspects of Vayu in your practice, then this is the yoga practice. Und wenn du dann die zwei Übungen, die zwei Bewegungen noch integrierst, dann hast du alle fünf Vayus und das ist dann das, was es bei der Yoga-Praxis geht. And about these two kind of internal movements, nobody was giving us education. Und bezüglich dieser zwei inneren Bewegungsrichtungen, da erhalten wir keine Erziehung, keine Ausbildung. Only the yogic science. Yogis are giving education about these two internal movements. Das the passiert most nur, important aspect of the practice of yoga. Das passiert nur in der Yoga-Wissenschaften. Nur Yogis geben uns darüber Erziehung und eine Ausbildung über diese zwei wichtigen Aspekte der internen Bewegung im Yoga. So Pranavayu and Apanavayu. Pranavayu and Apanavayu. What is the Pranavayu? It is the internal movement of expansion. Was ist Pranavayu? Das ist die interne Bewegung der Ausdehnung. You see, this is the internal movements from the other side, internal side from the skin. Das ist also die Bewegung von der Innenseite der Haut nach außen. And these movements are organized by the autonomic nervous system. Und diese Bewegungen, die sind vom Nervensystem organisiert. And the basic pattern of that internal movement is the expansion and retraction. Und das grundlegende Muster ist einfach die Ausdehnung und das wieder Zusammenziehen. And these two kind of movements are the basis of the function of all internal organs. Diese beiden Bewegungsrichtungen sind die Grundlagen für alle internen, auch für die Bewegungen der Organe. Everything is pulsating inside the body. Alles pulsiert im Innern des Körpers. The heart expanding, retracting. Das Herz dehnt sich aus, zieht sich zusammen, die Niere, intestines, lungs, die Lungen, die Verdauungsorgane. Every organ inside our body and even every cell, jedes Organ im Körperinneren, sogar jede Zelle, has a basic pattern of its activity, expansion, retraction. Hat dieses grundlegende Muster von der Ausdehnung und der sich wieder zusammenziehen, der Kontraktion. Why the body is doing that movement of expansion? Warum macht der Körper diese Bewegung der Ausdehnung? It is opening. Er öffnet sich. So that something can enter in us. Dass etwas in uns eindringen kann. So that we can receive something from outside. Dass wir etwas von außen erhalten können. So, what you are receiving, something food, crude, like the matter. Was auch immer du aufnimmst, ist es Nahrung oder ist es einfach Materie? And the liquid, water. Und auch die Flüssigkeiten, Wasser. And air. Und natürlich Luft. So these three things, to be able to enter in our body, there must be internal opening. Damit diese drei Dinge in unseren Körper hineingelangen können, muss die interne Öffnung vorhanden sein. So there is internal power. Es gibt diese interne Kraft. Which is at the basis of that we can call neuromuscular activity of opening.
Und so können wir also das die neuromuskuläre Öffnung nennen. Which allows those things to enter in our body. Das erlaubt uns, dass diese Dinge in unseren Körper eintreten können. If there is no that life energy inside our body working in that way, nothing will enter our body. Wenn also das innerlich nicht funktioniert, die Energie dafür nicht da ist, dann kann unser Körper nichts eindringen. The outer air will not become the breath. Dann wird die äußere Luft nicht der Atem werden. The outer air becomes the breath when it is sucked through the nostrils or through the mouth to the internal cavity. Die äußere Luft bekommt wird zum Atem, wenn er durch die Nasenlöcher eingesogen wird. So the air is sucked in. Also die Luft wird eingesogen. There is nothing that is pushing the air from outside to enter our body. Es gibt nichts, was die Luft von außen nach innen drückt, damit es in unseren Körper gelangt. There is no outer power which is causing breath moving in us. Es gibt keine äußere Kraft, die diese Atembewegung in uns hineindrückt. There is inner power already inside our body in the form of prana vayu, which es makes able breath to be sucked in. Es ist die Kraft im Inneren, Prana Vayu, die es ermöglicht, dass wir die Luft nach innen saugen. And this is the function of the Vayu, life energy on the level of the body is it has the name the Vayu. Das ist die Kraft von Vayu. And Vayu is the motor activity. Und Vayu ist also hier die motorische Aktivität. Related to the activity or the movement of our body. Neuromuscular activity. Und die ist natürlich in Bezug gesetzt zu der neuronalen Muskelaktivität. And then on that basis you are getting the air moving in your body. Und auf dieser Grundlage bekommen wir die Luft in unseren Körper. So on the basis of the proper function of the prana and apana vayu, you are experiencing the shvasa and prashvasa. Und auf der Grundlage der funktionierenden Prana-Vayu, Apana-Vayu erfahren wir Shvasa und Prashvasa. Shvasa is the breath moving in. Shvasa ist die Luft, die Bewegung der Luft nach innen. And Prashvasa is the breath moving out. Und Prashvasa ist das Ausatmen, die Bewegung der Luft nach außen. It is related with the physical air. Das ist in Bezug gesetzt zur physikalischen, zur physischen Luft. But now, when you start getting knowledge on the basis of the sense of touch, proprioception. Und wenn du jetzt aber Wissen bekommst in Bezug zur Berührung, zur angemessenen Berührung. Then you start to get knowledge about the breath moving in and breath moving out. Dann erlangst du auch Wissen über die Luft, die nach innen strömt und der Atem, der wieder ausströmt. And when you start to connect consciously with that sensory experience, not anymore motor experience of that expansion retraction. Und wenn du aber jetzt dich weiter mit der sensorischen Erfahrung auseinandersetzt und nicht rein mit der Ausdehnung und der Zusammenziehung, which is called Vayu, die man Vayu nennt. Now, when you connect with that sensory experience related to the movement of the air in and out, wenn du dich aber jetzt mit der sensorischen Bewegung, die Luft nach innen und nach außen gibt, verbindest, knowledge about that, und du erlangst darüber Erfahrung, Wissen, then we speak about prana. Dann sprechen wir jetzt über Prana. This is the difference between the prana and vayu. Das ist der Unterschied zwischen Prana und Vayu. Prana is the life energy which is responsible for the function of consciousness. Prana ist die Lebensenergie, die ist für die Funktion des Bewusstseins verantwortlich. And for all our experiences and ability to gain knowledge about anything. Für alle unsere Erfahrungen und die Möglichkeiten, über was auch immer Wissen zu erlangen. And Vayu is the life energy responsible to the function of the body, neuromuscular activity, motor activity. Und Vayu ist für die physische Bewegung, das physische Funktionieren des Körpers, die neuromuskulare Aktivität verantwortlich. That's why when we speak about the life energy in the body. Deswegen, wenn wir über die Lebensenergie in unserem Körper im Leben sprechen. Life energy in our life. Die Lebensenergie in unserem Leben.
Then we understand now the concept of difference between the name Prana and Vayu when it is used. Dann verstehen wir jetzt den Unterschied zwischen Prana und Vayu, wann was verwendet wird. In different ancient literature, to what it is referring. Und auch in der unterschiedlichen der Literatur in der alten, was zu was in Bezug gesetzt ist. And when you prolong getting knowledge about that sensation of the movement of the breath in and out by your will, you prolong that knowledge. Und wenn du aus der eigenen Bemühung heraus dieses Wissen der Ein- und der Ausatmung darüber erlangen möchtest, then this is Pranayama. Pranayama. Und das ist dann Pranayama, also Pranayama. So this is that concept of Pranayama. Das ist das Konzept von Pranayama. And also the concept of Asana practice. Und auch das Konzept der Asana Praxis. Concept of the asana practice is related with the function of the vayus. Das Konzept der asana praxis steht auch in Beziehung zur Funktion der vayus. So because that internal expansion and retraction should be unobstructed. Weil die interne Ausdehnung und wieder zusammenziehen, die sollte nicht beeinträchtigt sein. That neuromuscular activity of retraction is called apana vayu. Apana Vayu nennt man die neuromuskuläre Zusammenziehung. And it is related with elimination. Und das steht in Bezug zur Ausscheidung. To eliminate something waste from our body. Und das eliminiert Abfallstoffe aus unserem Körper. And this is our experience, how our body is living. Das ist unsere Erfahrung, wie unser Körper lebt. Now we just try to understand and find confirmation of that understanding in ancient Vedic literature. Und jetzt versuchen wir diesbezüglich die Konfirmation bezüglich dessen, die Belegung in der alten vedischen Literatur zu finden. Our body is taking something in. Unser Körper nimmt was auf. In the form of the air, water and crude food. In Form von Wasser, Luft oder Nahrung. So all five elements, based on five elements. Auf Grundlage der fünf Elemente. Then this is digested up to this region, up to the stomach you are taking in. Und dann wird das verdaut bis auf die Höhe des Magens. Dort nehmen wir es auf und ein. That's why the region of the function of prana vayu is from the heart up. Und deswegen sagt man, ist die Region von prana vayu vom Herzen an aufwärts. And everything you put inside, then from the heart to the navel, is the region of samana vayu. Samana vayu ist vom Herzen zum Nabel in der Region. Dort wird alles, was du eingenommen hast. It means you need to digest everything. Und das bedeutet, dass du dort alles verdaust. And metabolize. Und dass auch dort der Verdauungsprozess, der Metabolismus stattfindet. So from the ahara or the food. Von ahara oder auch der Nahrung. In the stomach is created ahara rasa. Da wird im Magen ahara rasan daraus. Juice, digested juice from all food items which came to the stomach. Also da wird quasi dieser Nahrungsbrei aller Säfte von allem, was in den Magen hineinkam. And then proceeds to the small intestine. Und dann geht das in den Dünndarm, den Dickdarm. Where that Rasa Agni is transforming that Ahara Rasa, into the nourishing substance. Und dort wird dann Rasa Agni, also wird das über Agni in Rasa transformiert, umgewandelt. Rasa means which is the basis of nourishment of the body. And Rasa ist die Grundlage, die Nahrung in unserem Körper. And what is not nourishing is Ama. Und was uns nicht nährt, das nennt man Ama. Which goes to the large intestine to be eliminated. Und das geht in den Dickdarm, um ausgeschieden zu werden. And then the function from the navel down to the bottom of the perineum is the apana vayu for elimination. Und dann weiter hinunter zum Perineum, das ist apana vayu für die Ausscheidung. Ma means mother. Ma bedeutet ja Mutter. And ama means what is not motherly. Und ama bedeutet das, was mother, nicht mother Mutter ist. Mother is the symbol of nourishment.
Und Mutter ist die Symbol der Nahrung, der Nährung. So that's why this is called Ama, which is not nourishing, which is waste, which needs to be put out of our body. Deswegen nennt man das Ama, das, was uns nicht nährt, das, was ausgeschieden werden muss aus unserem Körper. And then from Rasa, all other body tissues are properly nourished. Und von Rasa aus werden alle anderen Gewebe des Körpers angemessen ernährt, genährt. And body is growing and developing. Und so wächst der Körper, entwickelt sich. Physical body. Der physische Körper. So this is very simple. We are taking something, digesting, absorbing useful things, waste, eliminate. And like this, body is functioning. Auf diese Art und Weise funktioniert der Körper. Wir nehmen etwas auf, wir verstoffwechseln es, wir verdauen es, was anderes wird ausgeschieden. So that's why the function of Pranavayu must be proper. Deswegen muss die Funktion von Pranavayu funktionieren. Function of Apanavayu must be proper. Die Funktion von Apanavayu muss angemessen sein. And Samana and all Vayus, they must be in a proper function. Samana Vayu und alle Vayus, die müssen gut funktionieren. The function of the Vayu depends on the quality of the nervous system and the muscles. Und die Funktion der Vayus, die besteht aus den Nervenfunktionen und den Muskeln. If there is any kind of disturbance in the state of the nervous system, also wenn das Nervensystem auf irgendeine Art und Weise durcheinander gebracht ist, it's a structural and functional aspect. Das ist der strukturelle und der funktionale Aspekt. Or in the condition of the muscles. Oder auch das mit den Muskeln, in deren Kondition was nicht passt. Then this is blocking the normal function of the Vayus. All das blockiert die normale Funktion der Vayus. And in Yoga, it is known that we have different regions of the function of the Vayus. Im Yoga wissen wir, dass wir verschiedene Regionen der Funktionen der Vayus haben. Which are covering the whole body. Und diese bedecken den ganzen Körper. The front region is called Purva Marga. Die Vorderkörpervorderseite ist Purva Marga genannt. Purva Marga. Purva Marga. The back is Paschima Marga. Die Rückseite ist Paschima Marga. Then you have the left side Vamana Marga. Vamana Marga, die linke Seite. Or the right side Dakshina Marga. Dakshina Marga, die rechte Seite. Or the central part of our body, which is called Madhya Marga. Und dann die zentrale Seite des Körpers, Madhya Marga genannt. Which is related to the proper function of all internal muscles related to different organs, from the digestive tract, from the mouth up to the anus. Und diese vordere Seite, Madhya Marga, steht in Bezug zu allen zentralen Funktionen und Vayus. Yes. So that this Vayus are in a normal and proper function. Wenn die Vayus normal und gut funktionieren, the muscles must be in a tonic condition. Dann sind die Muskeln in tonischem Zustand. If muscles are not in the tonic condition, if they are chronically hypertonic or hypotonic, und wenn aber jetzt die Muskeln chronischerweise hypertonisch oder hypertonisch sind, also zu sehr angespannt oder zu lasch sind, hypertonic means very tense. Hypertonic bedeutet sehr angespannt. Constantly tense. Immerzu angespannt. Or hypotonic means totally weak, without any ability to have any movement. Hypertonisch bedeutet immerzu schwach, dass es keine Möglichkeit gibt, da irgendwas zu bewegen, der Kraft, der Anspannung. Then this is the blockage for the function of the Vayus. Dann ist das die Blockade, dass Vayu richtig funktionieren kann. So that's why the main practice of asanas. Aus diesem Grund ist die Hauptpraxis der Asanas, is to cultivate the muscles of our body, dass wir die Muskeln unseres Körpers kultivieren lernen, to come to the tonic condition, dass wir hier in eine tonische Kondition unseres Körpers kommen. This is what Patanjali says. Das sagt Patanjali. Tato dvandva anabhigataha. This means then the yogi are in the balanced state, which is beyond opposites. Das bedeutet, dass der Yogi dann im Zustand des Gleichgewichts jenseits der Gegensätze ist. That dvandva is opposites. Dieses dvandva sind die Gegensätze. Hypertonic or hypotonic.
Hypertonisch oder hypotonisch. And what is in between is tonic. Und was dazwischen ist, das ist tonisch. So this is the goal of the practice of asana. Das ist das Ziel der Asana-Praxis. Now how we achieve that goal? Wie kommen wir also zu diesem Ziel? Wie erreichen wir es? You need to establish conscious connection with your physical body. Du musst einfach eine bewusste Verbindung zu deinem physischen Körper erhalten. Through proprioception. Durch die angemessene Wahrnehmung. Because you need to observe the muscles from inside, from the inner side of the skin. Du musst also deine Muskeln von innen, von der Innenseite der Haut aus beobachten. That's why the practice of asana is not with open eyes looking your body from outside. Deswegen praktizieren wir den Yoga nicht mit offenen Augen und dass wir den Körper von außen betrachten. If you look your body from outside, oh, how nice I do that asana and everything and how others are looking me. Wenn du also deinen Körper von außen betrachtest, dir sagst, wie schön mache ich die Asanas und schau, wie die anderen mich bewundern anschauen, then you're not able to work inside. Dann ist es dir nicht möglich, dass du innerlich mit dir arbeitest. Then you are connected with outside. Dann bist du mit dem Äußeren verbunden. And you are doing yoga in relation to the outside. Dann machst du Yoga in Beziehung zum Außen. And you do the yoga of the limbs. Und dann machst du den Yoga der Körperteile. How beautifully I can bend my limbs and create different postures and everything. And I'm a great expert of yoga. Ich bin ein großartiger Experte von Yoga. Schau, wie wunderbar ich meine Körperteile bewegen kann, dehnen kann, beugen. But this is not yoga. Aber das ist doch kein Yoga. This is just gymnastic. Das ist einfach Gymnastik. Because there is no difference. You work with these three vayus only. Da gibt es keinen Unterschied dazu. Du arbeitest einfach mit diesen drei Vayus. Which is outside activity. Das ist die Aktivität nach außen gerichtet. When you close your eyes, wenn du deine Augen schließt, internal movement, prana and apana vayu. Und dann die innerliche Bewegung spürst, prana und apana vayu. You move your body from outside. Dann bewegst du deinen Körper von außen. But for what purpose? Aber für welchen Zweck? Not to make some beautiful posture from outside. Nicht um von außen gesehen ein paar wundervolle Positionen zu üben. No outer goal. Es gibt kein äußeres Ziel. But from inside to feel some area of your body opening and some closing. Aber von innen, um Teile deines Körpers zu spüren, wie sie sich öffnen und andere, wie sie sich schließen. And then you feel some stretching in some area of your body. Und dann fühlst du auch eine gewisse Dehnung, einen gewissen Stretch in Teilen deines Körpers. Depending on the nature of the movement. Das hängt natürlich von der Natur der Bewegung ab. And then how much you go into that stretching. Und dann, wie weit gehst du in diese Dehnung hinein? It is to go up to the point of maximum pleasure. Es ist das Ziel, so weit zu gehen, dass du zum Punkt der maximalen Freude des Genusses erlangst. This is how you stretch in the yoga practice. Das ist so, wie du in der Yoga-Praxis dich dehnst, dich stretchst. If you observe the animals, the cat or dog. Wenn du jetzt die Tiere beobachtest, Katzen oder Hunde, when they are stretching, wenn die sich dehnen, they are stretching their body, die recken, die dehnen ihren Körper, to the point that they find the point of maximum enjoyment in that stretch, and then they remain. Die dehnen ihren Körper so weit, bis sie wirklich in diesen Punkt des absoluten Genusses in der Dehnung gefunden haben und dort verweilen sie. And stretching has the function of to release the tension. Und dann hat das Stretchen, die Dehnung, die Funktion, dass die Anspannung losgelassen wird. Bring relaxation and joy. Und das bringt dann Entspannung und Freude. Then they retract after that. Und danach lösen sie wieder. That's why no animal damaged its body by stretching. Aus diesem Grund fügt sich niemals irgendein Tier irgendeinen Schaden durch Stretchen, durch Dehnen zu. This is only we are possible to do that kind of damaging our body by stretching through the practice of yoga. Das ist nur uns möglich, dass wir durch die Yoga-Praxis ja uns einen gewissen Schaden zufügen, wenn wir nicht angemessen dehnen.
Now in US there was a report that there are more injuries on the practice of yoga than any other sport. Es gab diese Studie oder diese Meldung aus den USA, dass im Yoga mehr Verletzungen vorkommen als in jedem anderen Sport. Because people are forcing stretching, even they feel discomfort and even pain, but they want to create perfect position. Die Leute wollen in die perfekte Asana hineinkommen und deswegen forcieren sie die Dehnung so sehr. But what Patanjali says, Sthira Sukha Asana. Aber Patanjali sagt, Sthira Sukha Asana. Stretch up to the stretch so much that you feel stable in the final stretched position and comfortable, enjoyable. Dehn dich so lang, dass du in der Endposition stabil bist, aber es zum Genießen. Then the next step of Patanjali is possible. Und erst dann ist der nächste Schritt gemäß Patanjali möglich. Prayatna Shaithilya Ananta Samapativyam. When then Patanjali says, now you did your action. Patanjali sagt, jetzt hast du deine Handlung gemacht. By your will. Durch deinen Willen. In very intelligent manner, stretch that you find the point to enjoy. It's like, you know, you remember when you never heard before about yoga and you used to do some stretching. Just automatically, spontaneously, in the morning, you stretch some part of the body, something you were doing, some stretching. How you were doing that? Du hast dann diese Dehnung auf diese natürliche Art und Weise gemacht, wie wenn du dich praktisch, als du den Yoga noch gar nicht kanntest, als du vielleicht im Morgen einfach eine angenehme, wie hast du das gemacht, Dehnung erreicht hast, einen angenehmen Stretch. You were doing that naturally to enjoy, to release the tension. Einfach auf natürliche Art und Weise gemacht, um die Anspannung loszulassen. So you were a much better yogi than when you start practicing yoga organized and somebody teaching you how you should stretch. Also du warst tatsächlich der bessere Yogi, bevor dir jemand gesagt hat, wie du den Yoga wirklich zu praktizieren hast, wie du die Asana, wie du dich da hineindehnen mögest. You know that from your birth, from beginning. All das kennst du schon von deiner Geburt an. So then, when you find that position, which is comfortable, then stop being the actor. Also wenn du die Position gefunden hast, die Haltung, in der es für dich komfortabel ist, mühelos, dann höre auf, der Handelnde zu sein. Means Prayatna Shaithilya, don't do anything by your will. Dann machst du nichts mehr mittels deiner Willenskraft. Now, don't be anymore the actor. Sei nicht mehr der Handelnde. Don't do action, but experience some activity. Mach keine Handlung, aber erfahre eine gewisse Aktivität. Now from being the actor, you are coming to assume the role of being the experiencer and experiencing something. Und so wirst du vom Handelnden, kommst du in die Rolle des Erfahrenden, du erfährst etwas. Some activity. Eine gewisse Aktivität. This is the difference between the words action and activity. Das ist der Unterschied in den Worten Aktion und action Aktivität. Is also Handlung und Aktivität. Handlung ist? What we do by our will. Was wir aus unserem Willen machen. Or we can say this is that outer gross aspect of the function of our life or chandas in the Vedic terminology. In der vedischen Terminologie ist das Chandas, also das ist das, was äußerlich ist. And activity is something what someone else is doing. Und die Aktivität ist das, was jemand anderes macht. And you are getting knowledge about that activity. You are not the doer, you are just getting the knowledge. You are the observer in the process of observing that. Du bist dann im Prozess der Beobachtung. Du bist nicht derjenige, der tut, du beobachtest. So this is that second sutra of Patanjali. Prayatna Shaithilya. Das ist das zweite Sutra von Patanjali. Stop being conscious actor. Just höre, be the witness. Sei einfach der Zeuge, höre auf mit der willentlichen Handlung. With a feeling of let go from your side. Mit dem Gefühl von deiner Seite aus, lass es einfach los. Means Ananta Samapati. Samapati means melting with Ananta. With Samapati bedeutet schmelzen, mit der Freude zusammenschmelzen, hineinschmelzen in deine wahrhafte Natur.
And then even in that process of experiencing, don't be identified with the process of experiencing. Come back and realize you yourself as a silent witness. Und auch in der Erfahrung dieses Erfahrens, identifiziere dich auch nicht damit. Komm zurück in die Position des stillen Beobachters. And the nature of that silent witness is Ananta. Und die Natur des stillen Zeugen ist Ananta. So this is the part of yoga in the practice of asana. Das ist der Teil vom Yoga in der Asana Praxis. Now practically what you do? Praktisch machst du dann? What is the internal activity which is not by your will, which is through the autonomic nervous system? We already said this is the activity of the prana and apanavayu. Wir haben gesagt, das was das autonome Nervensystem macht, das ist pranavayu und apanavayu. And when you stretch by your outer movement, when you stretch some part of your body, wenn du über die äußerliche Bewegung teilweise Körperteile dehnst, and you remain in that position, und du verweilst in der Position, then in that stretched area you will feel that expansion retraction activity, internal activity. Und dann spürst du dort, wenn du verweilst, die interne Aktivität der Ausdehnung und des Zusammenziehens. And then that expansion will further stretch and retraction will relax that region of your body which you stretched in certain asana. You will start working from inside, you are working that pulsation which is related to your life of all internal organs. That prana apana vayu is working now on your body. Und Pranavayu und Pranavayu arbeitet dann in deinem Körper von innen heraus mit diesem Puls, in dem der Körper dann weiter dort in die Dehnung hineingeht und auch weiter in die Entspannung. So then the muscle which was previously tense starts to pulsate. Und der Muskel, der zuvor angespannt war, der beginnt jetzt zu pulsieren. So this is the way how you are opening the vayu channels. Und das ist die Art und Weise, wie man die Vayu-Kanäle öffnet. And then that internal movement of expansion retraction becomes liberated in the whole body. Und dann wird diese Bewegung der Ausdehnung und der Zusammenziehen, die wird ganz frei im ganzen Körper. And then you will realize confirmation, agamaha, about that. Und dann wirst du Bestätigung darin finden. Is that they are speaking about the lotus. Und dann sprechen sie zum Beispiel über den Lotus. And the nature of the lotus flower is opening petals to all sides at the same time and closing from all sides. Die Natur des Lotus ist, dass alle Blütenblätter in jedwede Richtung geöffnet werden und dann von jedweder Richtung wieder sich zusammenschließen. So the lotus is that concept of that explaining the nature of function of prana and apanavayu, expansion, retraction, non-linear. Und der Lotus ist also das Beispiel hier für apanavayu und pranavayu. So that's why they speak about different lotuses in different regions of the body. Deswegen wird über verschiedene Lotus in verschiedenen Körperregionen gesprochen. Which actually refers to how much that function of prana and apanavayu in that region of the body is open and free. Und das bezieht sich natürlich darauf, wie sehr in dieser Körperregion die Funktion von Pranavayu und Apanavayu offen und frei sind. So working with the lotuses, which is spoken in yoga, mit diesen Lotusen, über die im Yoga gesprochen wird, zu arbeiten, is not in the form of visualization of the lotuses in the body, because they are not existing in the body. Das ist nicht, dass man sich die Lotusen im Körper vorstellt, weil sie existieren im Körper de facto nicht. This is the description of the functional aspect of our body. Das ist die Beschreibung der funktionalen Aspekte unseres Körpers. Not the structuring. Das ist nicht das strukturelle. The structuring aspect of our body is Anamaya Kosha. Der strukturelle Aspekt des Körpers ist Anamaya Kosha. Our physical body. Das ist Anatomy. Der physische Körper, die Anatomie. And the functional aspect of our body is physiology. Und der funktionelle Aspekt unserer körperlichen Physiologie. And all the chakras, marmas, lotuses, nadis. Alle chakras, alle marma, punktale lotus, alle nadis. You will not find them in anatomy. In der Anatomie finden wir die im physischen Körper nicht. In the dead body. Im toten Körper. They are present only in the life body.
Im toten Körper sind sie nicht, die sind nur präsent im lebendigen Körper. In the dead body there is no more lotuses, no chakras, no nadis, no marmas, nothing. Im toten Körper gibt es keine Nadis, keine Marma-Punkte, keine Chakras, keine Lotus, nichts. So this is the way how you work with the lotuses in asana. Das ist die Art und Weise, wie man mit den Lotussen in den Asanas working praktiziert. On that direct experience of that opening and expansion and retraction in the pelvic region, in the stomach region, in the chest region, in the front of the body, at the back of the body, from each side of the body, inside, that you feel that the whole body is expanding, retracting. You have a breathing body. You create. Dass man die direkte Erfahrung hat des atmenden Körpers, dass der Körper sich ausdehnt in alle Richtungen, in allen Körperbereichen und wieder zusammenzieht. So the purpose of the practice of asana is that within the physical body you open the breathing body, which is the same size as the physical body. Der Zweck der Asanas ist, dass du also in der Asana-Praxis deinen Atemkörper öffnest. Der hat dieselbe Größe wie dein physischer Körper. And on that basis, you are having the open gate for pranayama. Because pranayama you do in the breathing body, not in the physical body. Auf dieser Grundlage hast du die Öffnung für Pranayama, weil Pranayama machst du in dem Atemkörper und nicht in deinem physischen Körper. And then the pranayama will give you a direct experience of the function of the pranamaya kosha. Und so wird dir Pranayama die direkte Erfahrung von Pranamaya Kosha geben. And then further koshas. No visualization in the yoga. Und dann geht's weiter, also keine Visualisierung im Yoga. Then you are doing hypnosis. Dann geht's zur Hypnose. Self-hypnosis. Die Selbsthypnose. And yoga is direct perception. Und der Yoga ist doch direkt die direkte Erfahrung. What is there? Was ist hier? Was ist da? To cognize the reality of existence, what is there, not what we impose on something. Die Realität der Existenz zu erfahren, nicht dessen, was wir annehmen, was wir etwas auferlegen. So like this, through the practice of yoga, this is what we can say that Jivatma Yoga is asana and pranayama and bandhas and mudras. So können wir sagen, dass Jivatma Yoga ist diese Art der Praxis, ist asanas, ist pranayama, ist bandhas, ist mudras. It's leading to the meditation Atma Yoga, which is to transcend. Das führt dann zur Meditation, zum Atma Yoga, was dann zu Transzendenz hinführt. Go beyond, experience your transcendental consciousness. Dass du dann jenseits dahin gehst, um deine transzendentale Existenz zu erfahren. Your Atma. Dein Atma. And then being in that state, then what happens is that you realize there is someone who is experiencing Atma. In diesem Zustand, da passiert dann, dass du erfährst, da gibt es jemanden, der erfährt Atma. When the Atma becomes the object of your experience. Und so wird dann in dem Fall ein Atma das Objekt deiner Erfahrung. There must be someone who is observing that Atma. Da muss ja jemand sein, der dieses Atma beobachtet. And then you realize, this is my other aspect of my reality. Und dann erfährst du, das ist dieser andere Aspekt meiner Realität. Which is transcending my individuality. Und was mein Kleines darüber hinausgeht, transzendiert. Which is Satchit Ananda. Das ist Satchit Ananda, der Zustand. Or the state of Brahman. Oder auch der Zustand von Brahman. The cosmic life. Das kosmische Leben. Then we realize that our Atma is also the instrument. Dann werden wir herausfinden, dass unser Atma auch das Instrument ist. For the cosmic life. Fürs kosmische Leben. As we realized in the practice of Jivatma Yoga that our Ahamkara is the instrument of our Atma, and we thought the Atma is the real subject. Wie wir herausgefunden haben im Jivatma Yoga, dass der Ahamkara das Instrument ist für unseren Atma. So you always go step back. Du gehst immer einen Schritt zurück. Whatever you experience, see who is experiencing. Was auch immer du erfährst, schau, wer erfährt das. This is called in the Vedic terminology Nivartadvam. In der vedischen Terminologie nennt man das Nivartadvam. Wherever you are, go back. Wo immer du bist, geh einen Schritt zurück.
Whatever you experience, search who is experiencing. Was auch immer du erfährst, schaue danach, wer erfährt das. And in a very natural and expression of that, Ramana Maharshi gave, searching to who am I. Und Ramana Maharshi hat uns dazu inspiriert, uns auf die Suche zu gehen, wer bin ich? But it's not possible to achieve that search on the intellectual level. Dass man diese Suche kann man nicht intellektuell begehen. You must follow the path of direct experience. Das muss der Pfad der direkten Erfahrung sein. And to be able to experience different levels of your life. Und es muss dir möglich sein, verschiedene Ebenen deines Lebens zu erfahren. Not to intellectualize about them or have any kind of concepts about them or visualizing them, but have direct experience of these finer levels of life. Diese verschiedenen Ebenen des Lebens direkt zu erfahren, sie nicht zu visualisieren, sie nicht zu intellektualisieren. And then on the basis of that experience, then you go beyond. Und auf der Basis, auf der Grundlage dieser Erfahrung, da kannst du dann von dessen jenseits gehen, darüber hinaus. And then you find that the individual life is part of cosmic life. Dann wirst du herausfinden, dass das individuelle Leben Teil des kosmischen Lebens ist. And that you are at the same time cosmic and individual. Und dass du gleichzeitig kosmisch und auch individuell bist. And this is the real sense of yoga, to connect this cosmic life with individual life. Das ist der wirkliche Sinn im Yoga, das Kosmische mit dem individuellen Leben zu verbinden. Any system of yoga which is transcending its system leads to that experience. Jedes Yoga-System, das das System transzendiert, das führt zu dieser Erfahrung hin. Any system of yoga starts from being active about something, whether with your body or with your breath or with your mind or intellect, active with some aspect or some senses. Jedes System des Yogas, das mit irgendeiner Aktivität, mit irgendeiner Sinnesaktivität beginnt. And then from there come to be the experiencer. Und von dort wirst du dann der Erfahrende. Not anymore active, but in that condition of being experiencer. Du wirst dann nicht mehr wirklich aktiv sein, sondern du bist in der beobachtenden Rolle. To become the witness of the process of experiencing. Und dann wirst du der Beobachter der Rolle des Erfahrenden. Which is that Purusha or Atma value. Das ist Purusha oder Atma value. Sankhya speaks about Purusha as the final basis of everything. Und Sankhya spricht darüber über Purusha als letztlich das Grundlegende. So these three steps you will find in any system of yoga which is leading to the unification of individual with the cosmic life. Diese drei Schritte wirst du in jedem Yoga, das dazu hinführt, dass das Individuelle mit dem kosmischen Leben verbunden wird, finden. Regarding any practice, any technique, yogic technique. Welche Yoga-Technik du auch immer dir anschaust. There are three steps. Es sind immer diese drei Schritte. Being active, but not outwardly, but to turn your awareness inside. Aktiv zu sein, aber nicht nach außen gerichtet, sondern Gewahrsein nach innen gelenkt. Like Pratyahara and Dharana. And then experience that internal activity. Und dann die innere Aktivität des Transzendierens zu erfahren. Or Dhyana. Oder Dhyana. And then experience that pure awareness, which is the pure witness or Samadhi. Und dann den reinen Gewahrsein zu erfahren, was Samadhi ist. Or in the ancient system of from Abhinavagupta. Oder im alten System Abhinavagupta's. Also you find the three kind of upayas. Da findest du auch die drei Arten von upayas. In Vijñanabhairava. Sorry. Vijñanabhairava text 112 techniques of yoga. Da findest du die 112 Techniken des Yoga. Of transcending. So der, des Transzendierens. Some methods belong to the Anava Upaya. Einige Methoden gehören zum Anava. Where you are the actor. Da bist du der Handelnde. Then Shakta Upaya, where you are experiencer. In der Shakta Upaya, da bist du der Erfahrende. And Shambhava Upaya, where you are the witness.
Shankwa Upaya, da bist du der Zeuge. So all 112 techniques are divided in the three kind of upayas. All diese Techniken sind in die drei Arten unterteilt. So whatever you do, everything is good. Was auch immer du machst, es ist gut. When you are moving beyond your doing. Wenn du dich jenseits deines Tuns verhältst oder bewegst. And this is bringing us in that unity with the cosmic life. Und das bringt uns in die Einheit mit dem kosmischen Leben. So I think now the time is if you have maybe some question, is it any time, minute or we are minute or close? Ich denke, meine Zeit ist rum, aber vielleicht, wenn ihr ein paar Fragen habt, gibt es noch Zeit für Fragen zum Beantworten. Because yoga is such a vast cosmic thing. Weil Yoga ist ja tatsächlich eine so große kosmische Sache. So I hope I convey to you some little different viewpoint on what I thought to use that time to give some aspect. Vielleicht habe ich euch ein paar andere Gesichtspunkte dargelegt, aber ich habe gedacht, ich benutze die Zeit so. So thank you very much for listening and ich danke euch sehr fürs Zuhören. Wish you great success in the practice of yoga. Ich wünsche euch einen tollen Erfolg in eurer Yoga-Praxis. But remember, you don't need to do much. Aber erinnert euch dran, so viel müsst ihr nicht machen. Just surrender. Einfach gib dich hin. Do little and surrender. This is the teaching of Krishna. Mach ein bisschen, aber gib dich hin. Das ist die Lehre Krishnas. The rest is his work. Und der Rest, das bleibt seine Arbeit. You surrender that cosmic intelligence has the space to work for you. Wenn du dich hingibst, dann hat die kosmische Intelligenz den Platz, dass sie für dich arbeiten kann. You move a little your body to assume some position and then inside surrender. Also du bewegst deinen Körper in eine gewisse Position hinein, aber innerlich and gibst du dich hin. That inner power, the cosmic breath in the form of the Vayu work on you and open dann, everything, purify its own functions. Dann lass die innerliche Kraft dieser Vayus wirken und dass diese Kraft, dass diese Funktionen gereinigt werden, lass das wirken. And you just enjoy. Und du genießt es einfach. So any practice of yoga is enjoyable practice. Jede Praxis von Yoga, die ist zu genießen.